Heute um 19 Uhr ist es der 100. Anruf, den wir mit meinen Freunden seit dem Beginn der totalen Blockade gemacht haben. Ehrlich gesagt, ist es das Einzige, das mich jeden Morgen motiviert. Es gibt nicht einmal mehr die Nachrichten. Keine oberflächlichen Nachrichten auf den Online-Zeitungen. Ich weiß, im Grunde genommen nicht, was da vor sich geht. Das Einzige, was ich weiß, was außerhalb meines Hauses geschieht, ist der Zustand meiner Freunde. Alex, Marco, Johann und Jonas. Die Straßen werden immer gefährlich. Könnt ihr mich hören? Nein. Warum musst du das bei jedem Anruf fragen? Kann ich also gehört werden? Ja, sie können mich hören. Okay, beruhige dich, Junge. Oh, großartig. Wart ihr in der Lage, euch zu versorgen? Ihr wisst, dass es eine komplizierte Sache ist. Entschuldigung, ich wusste nicht von deinem Vater. Mach dir darüber kein fleischliches Sorgen. Wie geht's denn mit dem Schluss? Nun, es geht dem Ende unserer täglichen Stunde. Ach, ich wusste, ich hätte mehr Zeit. Hoffentlich könnten wir uns eines Tages bewerten. Wir haben darüber geredet, dass wir keine Ärzte oder keine Soldaten sind. Wir sind auch nicht Teil des Staates. Also, bis morgen, 19 Uhr, Leute. Entschuldigung für die Verspätung. Ja, wisst, wenn ihr den Anruf nicht erhalt, können wir denken, dass einer ausgewählt wurde. Marco? Eine Minute ist vergangen. Wir können nur auf das Beste hoffen. Es kommt selten vor, dass Marco zu spät kommt. Ja, außerdem ärgert er sich immer über diejenigen, die zu spät kommen. Nun, es ist auch keine große Sache. Was sagt ihr dazu? Jonas, du hast recht. Erinnert ihr euch, dass ich in den 35 Anruf verpasst habe? Nur weil die SDA mein Haus überrascht hat. Ja, Alex hat recht. Wow, ich bin zum ersten Mal früher pünktlich. Nie wie ich. Hey, Marco und Johann Fellen. Wir müssen zu ihrem Haus gehen und sehen, was passiert ist. Bist du verrückt? Ist ein Selbstmord. Außerdem wurde die SDA, wenn sie markiert werden, immer noch das Haus desinfizieren. Ja, richtig. Okay, warten wir. Heute wäre der Anruf 103 gewesen. Vor zwei Tagen verschwand Marco und gestern verschwand Johann. Außerdem gab es ein Problem mit meiner Internetverbindung und ich konnte den Anruf nicht machen. Ich habe den ganzen Tag an die Decke gestreckt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und ich weiß nicht, wie ich ohne meine Freunde leben soll. Sie sind alles, ich habe. Es ist erstaunlich, die Energie, die sie mein Leben geben. Trotz der Situation, die wir gerade durchleben. Vor der Blockade haben wir alle möglichen Aktivitäten unternommen. Sind essen gegangen, ins Kino gegangen und sogar gemeinsam gereist. Und jetzt haben wir nur eine Stunde pro Tag Zeit, um zu telefonieren. Trotzdem ist diese Kommunikation, die ich mit Ihnen, meinen Freunden, habe, die beste und die einzige, die ich habe. Ich habe Angst bekommen. Ich hatte keine Verbindung, ich war verzweifelt. So gut, dass es dir gut geht. Sind Tom und Alex zurück?